ist das LCD-Display. Darunter befindet sich der Passiv-Infrarotsensor. Darunter befindet sich die Kamera. Rechts neben der Kamera ist das Mikrofon. Das ist der IR-Blitz. Das ist die LED-Anzeige. Rechts daneben befindet sich der Laser. Daneben ist wieder eine LED-Anzeige. Das ist der 6-Volt-Anschluss. Das ist das Gewinde für die Antenne. Die Antenne wird auf das Gewinde geschraubt. Die Antenne ist individuell einstellbar, um den besten Empfang zu ermöglichen. Das ist die Verriegelung, mit der man die Bodenklappe öffnen kann. Das Batteriefach kann man ganz einfach über den Ausziehbügel herausnehmen, um die Batterien einzulegen oder zu wechseln. Das ist der TV-Ausgang. Rechts daneben befindet sich der An-, Test- und Ausschalter. Rechts daneben ist der Schacht für die SIM-Karte. Darunter befindet sich der USB-Anschluss. Links daneben kommt die SD-Karte rein. Geliefert wird die Kamera mit einem USB-Kabel, einem Teil, um die Kamera besser zu befestigen, die Antenne besser, einem Gurt, um die Kamera zu befestigen, und einer Fernbedienung, um die Kamera zu bedienen. Um die Kamera zu konfigurieren, nehmen Sie das USB-Kabel und verbinden Sie die Kamera mit dem Computer. Ist die Kamera mit dem Computer verbunden, zeigt sie im Bildschirm Computer und USB an. Zu Beginn stellen Sie fest, in welchem Laufwerk die Kamera sich befindet. Um die Kamera zu nutzen, müssen Sie vorher eine Software installieren, die Sie auf bollymedia.com/index/support herunterladen können. Die Internetseite ist in der Videobeschreibung eingefügt. Auf der Internetseite scrollen Sie nach ganz unten, speichern die ZIP-Datei für Windows. Haben Sie das Programm gespeichert, können Sie es nun nutzen. Wählen Sie zu Beginn Ihr Kameramodell aus. Am wichtigsten ist es, dass Sie direkt zu Beginn das Laufwerk angeben, mit dem die Kamera verbunden ist, damit alle weiteren Einstellungen dort auch gespeichert werden können. Oben links können Sie die Internet-Einstellungen vornehmen. In der Regel gab es schon eine Voreinstellung mit der Firmen-SIM über unsere Mitarbeiter. Falls Sie Ihre eigene Datenkarte nutzen, wählen Sie unter diesen Reitern Ihren jeweiligen Anbieter aus. Anschließend drücken Sie auf WAP Internetparameter. Wichtig ist in diesem Programm, diese rechte Seite zu bearbeiten. Haben Sie Others ausgewählt, ist die gesamte rechte Seite leer und Sie müssen sie mit Ihren eigenen Daten befüllen. Falls Sie eine Firmen-SIM nutzen, drücken Sie auf Check WAP Internetparameters und befüllen Sie anschließend die Kästchen mit rotem Punkt mit Ihren eigenen Daten. Um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren, drücken Sie auf Change Setting. Wichtig hier ist, dass der PIR-Intervall mindestens eine Minute benötigt, Timelapse muss ausgeschaltet sein und der Kameramodus auf Foto stehen. Andernfalls kann nicht versendet werden. Wenn die Work Hour ausgeschaltet ist, ist die Kamera 24 Stunden aktiv. Stellen Sie diese an, können Sie Start- und Stoppzeit einstellen. Wichtig ist außerdem, dass Sie in der Mitte auf Send to E-Mail GPRS einstellen. Rechts unten geben Sie Instant ein und die maximale Anzahl an Fotos, die Ihnen zugeschickt werden soll.
Sind diese Einstellungen vorgenommen, drücken Sie auf OK. In dem kleinen Fenster drücken Sie erneut auf OK. Drücken Sie auf Save. Danach drücken Sie erneut auf OK und die Kamera übernimmt die gespeicherten Daten. Um einmal alle Einstellungen an der Kamera zu überprüfen, schalten Sie den An-Aus-Testschalter in die Mitte auf Test. Nun wird Ihr in der Mitte der Netzanbieter angezeigt. Drücken Sie auf der Fernbedienung oben links auf die Menütaste. Sie können sich nun über die Fernbedienung durch das Menü klicken und Ihre Einstellungen noch einmal überprüfen. Gegebenenfalls können Sie über die Fernbedienung die Einstellungen erneut ergänzen. Falls Serienbilder eingestellt sind, versendet die Kamera immer das letzte aufgenommene Bild. Die anderen Bilder werden lediglich auf der SD-Karte gespeichert. Ist alles soweit korrekt, kann der Kameraschalter von der Mitte nach ganz links auf Ein geschaltet werden und die Kamera ist aktiv.